Killer. Willkommen zu diesem neuen Video. Der Hai ist hier, was da alles passiert ist und so weiter, das seht ihr in einem anderen Vlog. Der Hai Du ist da und wir fahren jetzt zum Flughafen. Wir hatten 1,5 Stunden Schlaf. Ich hasse mein Leben. Wir sind am Flughafen angekommen und ganz zufällig im Skytrain ist einfach der Du weißt, dass dieses Lied in der Verbindung genau in Blackburn entstanden ist. So, und Leute, wisst ihr was? Der Erik macht jetzt seit 10 Minuten Telefonterror. Oh mein Gott, Jungs, wo seid ihr? Oh mein Gott, sag mal, was du siehst. Wo ist er denn? Da ist er schon. Ah ja. Aha. Ah ja, der Greini mal wieder. Guck mal, weißt du, da geht er so ganz gekonnt am... Ah ja. Du musst sein. Hast du auch schon wieder ein Lied am Monster Intus? Wir sind durch die Security. Auf geht's. Nach Blackpool. Ih, das will keiner sehen. Ich dachte, du machst jetzt irgendwie sowas wie auf jeden Fall oder so. Auf jeden Fall. Oh mein Gott, was ist das? Oh mein Gott. Guck mal da, der Klecks. Weißt du, wir sind so ultra traurig, dass der Dennis nicht mit dabei sein kann dieses Jahr. Aber so ist er immer dabei. Der Klecks. Als ob das jetzt BVB 09, ist das unser Flieger? Ja. Das ist doch nicht unser Flieger. Hä? Wer ist Dortmund-Fan? Einmal alle BVB-Fans in den Kommentaren melden, wie gut. Was? Als ob die damit jetzt fliegen. Ja, Freunde, jetzt sitzen wir einfach hier im BVB-Flieger. Was sagt man immer so über BVB? Irgendwas. Der beste Club Deutschlands. Also, mein Bruder ist ja Bayern München. Und du bist Team Rot-Weiß Essen, oder? Nee, der Klecks ist Team Rot-Weiß Essen. Der Klecks ist Rot-Weiß Essen. So, und der Erik ist perfekt vor mir. Da kann ich nämlich die ganze Zeit an den hier machen, während du bist. Hey, Junge, ey, guck mal, Freunde, da fliegen wir jetzt wirklich mit dem BVB-Flieger. Hier im Flugzeug saßen einfach Trickser. Die haben sich angekündigt im Livestream. Der Maurice zum Beispiel hat sich angekündigt. Ich meinte, yo, ich fliege im selben Flieger, wie witzig ist das denn? Und ich hatte so gesagt, boah Leute, Hai und ich, wir hatten jetzt die 1,5 Stunden Schlaf. Bitte lass uns so ein bisschen in Ruhe. Alter, ganz, ganz großes Dankeschön. Wir haben gerade die Mütze Schlaf echt gebraucht. Das war halt richtig gut. Danke, dass ihr da, das ist unsere Privatsphäre. Bist du der Mr. Trickxl? Ey, hier vorne hat der Klecks auf den Just Card Sticker dran gemacht. Steht der da noch? Guck mal, da hinten an der Bushaltestelle. Ja. Erstmal, Freunde, Meme King hat mir einen Shoutout ausgeliehen. Einmal alle Hashtag Ehre-Meme King in den Chat, in die Kommentare, sorry. Und ja, wir sind jetzt im Hotel angekommen und jetzt ist natürlich Zimmeraufteilung, weil wir haben ein mega Baba-Zimmer und eins, das ist nicht so Baba. Und deshalb machen wir jetzt Münzwurf und entscheiden darüber, wer welches Zimmer kriegt. Also, Erik, du darfst anfangen, weil du der Hässlichste bist. Also, zeig mal hier, Dankeschön. Das ist keine Trickmünze. Okay, keine Trickmünze. Ja, ja, ja. Ich sag Zahl. Du sagst Zahl. Wenn das jetzt Zahl wird, dann darfst du hier rein. Achtung. Zahl. Jawohl, Erik darf schon mal einziehen. Zahl. Damn it. Das ist Kopf, du bist schon mal oben. So, Hai, jetzt entscheidet sich. Schnellst du mit Olli oder mit Erik? Kopf oder Zahl? Auch Zahl? Kopf. Das ist immer das Gleiche. Ja, irgendwie schon. Hai, gehen wir einfach nach oben. Also, das Schicksal hat entschieden, dass der Greini und der Zwergi wieder heiße Nächte miteinander haben. Vertrauen wir auf das Schicksal oder schmieden wir unser eigenes Glück? Jungs, ihr entscheidet. Ich würde sagen, wir werfen eine Münze, ob wir den Münzwurf nehmen. Okay. Also, okay. Ich bin auf jeden Fall hier. Ja, ja, du bist da. Wenn, dann machen wir noch Schere, Stein, Papier, wer das große Bett kriegt. Ja. Okay, wir machen das anders. Ich nehme Zufallsgenerator für Zahlen. Jeder von uns sagt jetzt eine Zahl zwischen 1 und 100. Und die zwei, die näher an der Zahl liegen, die schaffen hier. Wie viele Spiele wollen wir denn machen? Das ist viel schlauer als das. Das ist viel besser. Wir machen Zufallsgenerator auf Handy. Pass auf. Guck, ich sag hier Min, Max, machen wir zwischen 1 und 100, okay? Hai, welche Zahl sagst du? 32. Olli? 78. Erik? 63. 63. Ich überlege gerade, ob ich 50 sage. Ist immer voll schlau. Das ist doch jetzt auch. Ja, oder ist es dumm? Oder ist es dumm? Ich nehme 25. Generieren. Ich will. Was hattest du für eine Zahl, Hai? 32.
32, du hast 25. Ja, und das ist 97, Freunde. Ja, Hai und Olli schlafen. Erik und Olli schlafen hier. So. Das Schicksal hat entschieden. Queen oder Blume? Was willst du jetzt? Ich sag Blume. Okay, wenn was passiert hier? Ey, ich hab so keinen Bock mehr auf euch. 1000 Spiele? Das ist so nervig. Okay, Olli hat Blume, Erik hat Queen. Jetzt wird die Münze geworfen und das, der richtig die kriegt, das große Bett fertig. Ja, okay. Nein. Was ist das denn? Blume. Ja, ja, dann kriegt der Olli das große Bett. So. Schweren Herzens verlasse ich euch jetzt, Jungs, denn Dohai und ich gehen jetzt in unser Zimmer. Weil vielleicht ist unser Zimmer ja viel besser. Das weiß man gar nicht, dass ihr versteht, warum das alles passiert ist gerade. Der Tung ist ja abgesprungen. Wir wollten ja den Tung mitnehmen, aber der Tung konnte doch nicht. Und jetzt hatte ich schon ein Dreier- und Zweierzimmer gebucht, weil eigentlich hätten die da unten zu zweit sich in das Bett kuscheln müssen. Und jetzt hat Tung plötzlich abgesagt und jetzt ist natürlich ein Doppelbett frei. So, hier ist das Problem jetzt, wir haben Gemeinschaftsbad. Hai und ich müssen beide hier hin. Guckst du durchs Schlüsselloch? Ja. Und? Was sagst du? Ich glaube, es wird besser. Meinst du? Okay, ich glaube, es wird gleich nur mit einem kleineren Bett und ohne Bad. Oh. Ja, es ist genau das. Warum hatten wir denn letztes Mal so ein gutes Hotel? Ah, der Klecks hat viel zu teuer gebucht letztes Mal, das ist die Sache. Glaube ich auch. Der hat halt übelst viel ausgegeben letztes Mal fürs Hotel. Auf jeden Fall. Das Zimmer ist eingerichtet. Jetzt geht's auf zu den Winter Gardens. Wir schauen uns jetzt die Messe an, gucken, was ist dieses Jahr denn so schön ausgestellt. Checken mal so ein bisschen die Lectures ab. Das da ist die riesige Schlange. Da müssen wir gleich einfach nur so, ja, wird gern rein so. Und guck mal, wen wir hier gefunden haben. Das sind einfach so ein paar Trixerinos am Start hier. Wir sind jetzt hier angekommen in den Winter Gardens auf der Messe. Wir haben schon super viele bekannte Gesichter gesehen. Sean Farquhar ist uns gerade schon entgegengelaufen. Aaron Rorison, Eric Chan, es sind schon einige hier. Wir sind der Trixel auch schon gesehen. Ja, der Trixel. Nee, der Hai und ich sitzen jetzt in der Lecture. Hören uns jetzt ein bisschen Magie an. Okay, wir haben ein paar Lectures uns angeguckt. Ey, krass, was wir hier für Wissen mitgenommen haben. Und jetzt gehen wir hier noch ein bisschen rum auf der Messe und gucken, was es hier an schönen Produkten gibt. Ich sehe da gerade Joshua Jay. Ich glaube, ich quatsche ihn kurz an. Sag ihm kurz Hi. Ja, der Hai und ich gehen jetzt, wie ihr wahrscheinlich am starken Wind schon hören könnt, zum Meer, an den Strand, machen ein paar schöne Fotos für Instagram. Ja, wir gehen schwimmen, genau. Let's go, der Hase, Digga. Anders. Machst du? Ich kann fliegen weg. Heb's auf! Lauf! Alter Leute, jetzt sind wir noch so ein bisschen durch die Stadt gelaufen und haben noch ein paar Lectures gehört. Ist das nicht ein Traum, Freunde? Ey, es ist so schön. Der Hai und ich, wir machen jetzt auf romantisch. Hai, du bist jetzt meine Nessie, okay? Du bist jetzt meine Hallo, Freundin. Meine Lieben. Wir machen jetzt Kappelabend. Der Hai-Do, der macht hier gerade noch einen Insta-Livestream. Aha. Ah ja, wie viele Leute sind gerade da, Hai? 73 Leute. 73 Ehrenmenschen. Ah, ja. Und die ganzen anderen 1000 Follower? Alles Unehrenmenschen. Warum habt ihr den Stream von Hai nicht geguckt? Jetzt mal ganz ehrlich. Oh, mit diesem Tower dahin. Oh, das ist schön. Und hier der Sonnenuntergang. Und das ist schön. So, Freunde, ihr seht, wir sitzen schon auf unseren Plätzen. Da vorne ist die Bühne aufgebaut, denn wir sind jetzt beim Showabend hier. Und es werden jetzt richtig tolle Tricks vorgeführt. Und, Olli, Prost. Wir haben Eis. Und wir haben den Erik dabei. Und Martin, der ist in unseren Herzen auch immer dabei. So, what's your name? My name is Frederick Loss. Yes. And you show me the best card trick ever. This is the best card trick ever. Yes. Amazing. This is a lottery. A lottery? All right. Do you ever play the lottery? Absolutely not, no. Absolutely not. That's a great idea. It's a great way to keep your money. Yeah, that's true. But tonight you'll get to play the lottery. Okay. And I have a special lottery ticket for you right here. That's your business card, right? It's also my business card. Yes. Yeah. All right. Yeah? Oh, so in a minute, I'll ask you to make like a head dive into my deck. Okay.
with my business card. Yeah. But at first, I'd like to present the lottery. Yes, please. See, in the lottery, there's a lot of different numbers. Yeah. And each time they get mixed to generate new numbers. Yeah, that's true. And you have some numbers on your lottery ticket. I do? Yeah, but it's on the other side and you can't see them yet. Yet, so I won't turn it over. Yeah, so I'll do like this and you'll stick it in somewhere. Right there. Okay. Do you want to change it? Yes, I want to. Yeah. I want to change it. I thought you might want to win the lottery. Yeah, that's true. I want to go there. Yeah, there, okay. Yes, perfect. So now let's look at what you got. You got the six of spades and the four of hearts. Yeah. Yeah. And look just where you put it. The six spades and the four hearts. Awesome. I love it. Yeah. And there's the business card! And then you hand that over and people call you and you're booked out for the entire year. But actually now you just won the lottery. So we're actually not done yet. Yeah, you won the lottery. Yes! Congratulations! So where's my money? Actually you win a magic trick. A magic trick, yeah. Alright. Yeah, so if you take your lottery ticket, and you see it has been folded to fit in my pocket. Yes, that's true. Yeah, but if you go ahead and rip it up. I can rip it. Can you hold it for a sec? Just wait. But then your business card is wasted. You see, now your lottery ticket... Completely. Yeah, completely. Four parts. Yeah, four parts. Yeah. Alright. You see, now your lottery ticket is broken. Yeah. So now you get no money. No! No! My money! But I'll go ahead and I'll fix it for you. Yeah, please. Go. There we go. Yes. Here's your lottery. Perfect. Amazing. Nice. Danke an Olli an dieser Stelle für die Kamera. So this is Elliot, and Elliot will do the best trick in the entire universe, right? A bit further away. Okay. Yeah. Thank you, sir. Yes, thank you very much. Alex here will show us the best trick in the universe. Alex has a YouTube channel. Link is in the video description. Alex, right, ready when you are. I'll tell you what, get those a cut for me. So the main excellent. Thing... Excellent. Very good, very perfect. Good. I'm going to ask you, if it's okay, just name a four of a kind for me. The sixes. Sixes, yeah? Six. Okay, we're going to try this, right? I think I've got it. Yeah. Here we go. All right. I'm going to put a couple of cards. We'll go for these. Put a few piles here. Yeah. Maybe some there. Let's try a couple there. Just say stop for me. Stop. There, yeah? Yes. You wanted sixes. You could have had any four of a kind, right? Yes. My choice. A little bit of the old magical wave in a quick. That was one, two, three, and four. Alex, that was amazing. Thank you very much. Subscribe to his channel. Yes. Just to make sure that's not really mixed. Yes. I'm going to get you to pick a card. Let's go for this one. Try again. I'll go with this one. Can you remember it? Yes. Put it back in the back. Hopefully it won't lose it. I'll give it more time just for the camera to see it. Yes. Okay. Yeah. Somewhere into the back of the pack. I'm not going to do any fancy shuffling or anything like that. Okay. Yeah. What I can do in this box over here, if I give it a shake, there's a jack of spades. Yes, that one there inside. Is. If I actually take that jack, watch the jack for me. I'm going to push it somewhere in the middle. Okay? Again, no shuffling, none of that fancy moves. Yeah. And yet I think somewhere, it could be in the middle. Here we go. Amazing. In my back pocket, I kept one card as well, that was also Yes. Sorry, Danny Garcia. Is that cool? Well, perfect. Yeah. Freunde, neuer Tag, neues Glück. Wir haben jetzt den Samstag. Bei mir meldet sich einfach der Herpes wieder. Ehrenwert von ihm. Eine Tasse. Eine Thanos-Tasse. Das ist eine Tasse. Bitte. Meme King. Einmal schnippen. Pass auf, jetzt mal gucken, ob man die gute After Effects-Künste kann. Hello, my name is Michael Zaniel. I'm from France. And I do comedy magic and I try to do an act who mix
mime comedy and magic. It was incredible. Like what made us laugh so much about it was just so random. Like it was just one thing and suddenly like you had the Superman thing and suddenly like this and this and this and this. There wasn't a structure in what you did, right? Like how did you come up with that program? The idea came from a cartoon. Yeah. Tex Avery cartoon, an old cartoon of the 1950. Yeah. And I tried to adapt this cartoon on stage. It's a singer who have some trouble for singing a song. Mm. And a lot of things happen on me. And I try to continue and to finish my song. And yes, like that, I try to construct, to build this act. So it's a cartoon in real life, say, yeah, the, right? Yeah. Yeah. Yeah, that's cool. It's a kind of a cartoon idea. Yeah, I love the music. So do you like have a website or Instagram or anything that I could like Instagram and Facebook, but no website. Yeah, but maybe the people can follow you on Instagram and check out what you do there. It's like, M. Zaniel, my name. Yeah? It's difficult to spell, but it's MSZANYIEL. Perfect. That's all I need. Yeah, with my name on YouTube, you have a lot of. I mean, can we show the people what you do there? Cool. Thank you very much. Then. Thank you for your time, and again, thank you for that show yesterday. Like, it was years ago. It was years ago that I laughed so much. I was crying and written. Thank you very much. Thank you. See you around. Yes. Freunde, jetzt hält der Eric Chen seine Lecture. Ich bin ganz hart gespannt darauf. Wir gucken uns das jetzt einfach mal an. Jetzt sind wir fertig mit der Lecture von Eric Chen. Nicolas, was sagst du? Geil. Meme King, was sagst du zu Eric Chen's Lecture? Richtig Hammer, aber ich glaube, auf dieses Level werde ich niemals kommen. Ich weiß nicht, ob irgendein Mensch jemals auf das Level kommt. So schnell zu verschwinden. Nee, er hält sich so und dann pupp, sie ist weg. Ja. Bei ihm sieht das ungefähr so aus. So ungefähr sieht das aus bei ihm. Das wird so gut. Das war so richtig. Bitte, das wird bitte so. Mach das einfach. Mach das die Uncut-Version. Ja, ja. Bei ihm sieht das ungefähr so aus. Nöck, nöck, nimm die Hünze weg, Olli. Und noch die Hand genau wie sie war. So ungefähr sieht das aus bei ihm. Eric Chen haben wir geschafft, haben uns kurz was zu trinken geholt. Und jetzt ist die Joshua J. Lecture dran. Bin ich auch ganz gespannt drauf. Was sagen Sie, Herr Donat? Eric Chen hat mich immer zerstört. Du bist immer noch am Rätseln, ne? Am Verarbeiten. Also Leute, wirklich, das ist nicht von dieser Welt. Lass es die Schmecke. From the moment of my open eye, been looking for a guided light to lead me on my way. Yeah, lost, struggling to make the top.